Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, Folge EA Sports 24 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder zwei Spiele. Und ja, schauen wir mal, welche es sind. Kalender da. Jo, wir spielen heute gegen Union Berlin zu Hause und im Anschluss DFB-Pokal. Ich glaube, das ist Halbfinale oder Viertelfinale. Ich schaue mal eben auf die Tabelle. Ja, genau, Tabelle. DFB-Pokal. DFB-Pokal Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach auswärts. Und Bayern München spielt gegen Mainz 05 auswärts. Ich hoffe auf Mainz. Ja. ja, wir gucken mal. So, aber vorab, checkt erstmal meinen Kanal ab, Leute. Gaming Michael, kommentiert, liked, lasst einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe da, teilt mal die Videos und wenn ihr möchtet, lasst gerne einen kostenlosen Abo da. Das würde mich auch super freuen und mir irgendwo weiterhelfen, wenn ihr das wollt. Und ja, in der Tabelle sieht es folgendermaßen aus. Wir sind auf Platz 1 mit 22 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen und 3 Punkte vor den FC Bayern. Die haben schon 5 Unentschieden gespielt und eine Niederlage nur. Ja, das ist eigentlich so die Hauptkonkurrenz Bayern München. Wolfsburg ja schon ein bisschen abgeschlagen. Die haben sogar ein Spiel mehr und ja, führen damit 12 Punkten vor Wolfsburg. Könnten jetzt durchaus dann 15 Punkte werden. Ja, ich hoffe, dass Bayern noch mal patzt oder so. Ja, schauen wir mal. So. Ja, gucken wir uns meine Mannschaft an. Es ist so, ich möchte gerne mit einer, ja, sagen wir mal, fitten Top-Mannschaft gegen Gladbach spielen. Deswegen werde ich mit der zweiten Mannschaft spielen, gegen Union und mit meiner B11. Außer vielleicht die beiden Stürmer bleiben, lasse ich noch drin und vielleicht, ja, Adam Güler vielleicht noch. Und schauen wir mal. Gehen wir erstmal rein ins erste Spiel und schauen mal, was wir hier, ja, reißen können gegen Union. Vorbericht. Ja, so. Gehen wir auf Anstoß. Und hier können wir das Teammanagement ändern. Dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall die beiden Stürmer auf jeden Fall drin lassen, Adam Güler, und ich glaube 5 Leute können wir auswechseln. Dann lassen wir die beiden Stürmer, Garnacho, dann fange ich an mit ja, Lavia rauszuholen und wir Stage rein. Ja, ich weiß nicht, wie der genau ausgesprochen wird, Stage, ich sage immer Stage, andere sagen das irgendwie anders, keine Ahnung, ich nenne den Stage. So, Ryan Sessegnon raus, dafür darf dann Carvalho spielen und Luis spielt für Gusto und ja, Moment, Pieper, da kommt Stark rein und für Friedel kommt dann Milos Veljković, glaube ich. Genau, Milos Veljković, Schmid nehmen wir mit, Schmidt, und ja, das war's dann auch schon. Dann wird der Mann kommen. Die beiden Stürme habe ich gesagt, ne? Lavia lassen wir dann mal zu Hause und nehmen dann noch Kovnatski mit. Dann wird Tell und Kovnatski kommen. Ja, genau. Schmid dann für Güler und Antuna für Garnacho. Dann passt das mit den 5 Auswechslungen. Gusto, so. Genau, falls mal irgendwas sein sollte. Ja, lassen wir das so. Dann gehen wir jetzt rein in Wohne West Weserstadion, Weltklasse 4 Minuten, heiter und los geht's. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Moukoko mit Er ist 21 im Moment Toren, fast unaufhaltsam, er ist Top-Torjäger der in der Scorer der ganzen Bundesliga. Liga und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Und dann legen wir los. Ich begrüße Anstoß Sie der ganz SV herzlich zu Werder diesem Spiel, liebe gegen Zuschauer. Union Heute und melden los wir uns geht's. aus dem Wohninvest Weserstadion. Das Wetter spielt heute wirklich mit.
Ihre Kommentatoren heißen auch heute natürlich wieder Wolf. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Ah, Luis liegt da. Oh, bitte nicht. Keine Verletzung, ja. Gerade ist angefangen. Schäfer kriegt gelb schon in der zweiten Minute. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Mukoko mit der Chance. Jo, das 1:0 in der dritten Spielminute, der Mann mit der Nummer 9, Mukoko. Schöne Pässe, dann schön in den Lauf durch die Mitte auf Mukoko. Steilpass und dann dieser Hammer, ja, der ist dann auch nicht mehr zu halten. Schönes Tor. Mit 22 Treffern in 24 Partien. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Mukoko ist das. Die Chance für Mukoko. Oh. Da passt der Torhüter auf. Pass. Ball bei Alejandro Garnacho. Ah. Dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Alex Krall. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Ball kommt rein. Jetzt hat er ihn sicher. Openda. Mukoko ist das. Ah. Er hat den Ball, wird da was draus? Ups. Sofort die Entscheidung. Ups. Durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Cavallo. Oh, schöner Pass auf Mukoko. Ah, schade. Ich hätte noch mal einen Tick rennen, noch ein bisschen nach vorne rennen können. Naja. Eckball für den SV Werder. Güler wird ihn treten. Ecke in die Mitte. Situation erstmal geklärt. Oh mein Gott, das 2:0. In der 20. Spielminute, der Mann mit der Nummer 11, Openda. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen. Erst ist aus der Ecke nichts gewesen. Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Ich habe sogar erst gedacht, abseits. Aber. Ja. Schönes Ding. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie verlieren den Ball. Oha. Ja, das ja. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Auch Openda hat auch schon 20 Tore. Zwei weniger als Mukoko. Freistoß kommt. Jetzt hat er in die Arme von Pavlenka. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wir geben rüber. Es ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Oh, das 3:0 in der 27. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9, Mukoko. Nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber jo. Er setzt sich
trotzdem durch. Exzellent. Schon 3-0 Führung ja. Mit diesem 3-0. Diesen kurzen Blick rüber aufs Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Der Treffer also für Bayer Leverkusen. Sie führen nun mit 1-0. Openda. Oh, boah. Schöner Schuss von uns und Adam Güller. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Mhm. Schäfer. Pass kommt nicht an. Ja. Ah, doch, faul, okay. Sie gehen dazwischen. Ah, oh, da geht er vorbei. Und das 4-0 in der 39. Spielminute, der Mann mit der Nummer 9, Moukoko. 4-0 zur Halbzeit schon. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein. Ja, Union spielt ja auch hier irgendwie grottenschlecht. Keine Ahnung. Hat er sich das gehofft? Macht uns ziemlich leicht. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Da ist schon wieder Ball abgeknöpft. Oh, abseits, abseits. Okay. Ja, alles gut. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Pause in jo, zur Halbzeit 4-0 zu Hause. Sie liegen klein vorne und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Ja, ja. Und dann holst du dir auch den Sieg in so einem Spiel. Ja, Union ist auch gar nicht so stark in der Tabelle, glaube ich. So. Wir werden schon die ersten Wechsel machen. Alan Güler raus auf jeden Fall. Kommt Romano Schmid rein. Und ich würde sagen, Antuna kommt auch schon mal rein. Für Garnacho. Oder wechseln wir sogar direkt alle aus? Und die alle schön fit bleiben? Ich glaube ja. Dann nehmen wir Kovnatski für Moukoko. Tell für Openda. Und Adeyemi geht raus für Demann. Dann haben wir alle fünf ausgewechselt, die wir auswechseln können. Anstoß Union. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Hallo? Ball läuft da gut jetzt. Das 5-0 für den SV Werder in der 48. Minute, Nummer 17, Demann. Junge, was ist hier eigentlich los? Wieso zerlegen wir eigentlich Union so krass? Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Meine Güte. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Der Pfiff der Schiedsrichterin. Leute. Jetzt eventuell sogar mit Gelb bestraft wird. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Ja. Auf jeden Fall war gelbwürdig. Weiß ich nicht. Jetzt, wenn wir bei einer Verwarnung bleiben können.
Ball erobert erstmal. Schmied. Er schießt. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Jetzt ist Platz für den Konter. Hier Blick aufs nächste Spiel, das Halbfinale im deutschen Pokal. Es steht an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Faul? Ein richtig gutes Duell im Pokal, denke ich. Denke ich. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Denkt da. Das gibt Einwurf. Einwurf für der Werder. David Kownacki. Oh. Schade. Ja, nicht ungefährlich. Oh. Gut gehalten, weiter gefährlich. Super Aktion, gut geklärt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Der Ballgewinn durch Union Berlin. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Gossens. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Mal. Gehalten. Szene geht weiter. Können sie nicht. Hallo? Da ist die Hereingabe. Der ist drin. Ach Gott, ey. Wegen so einem Scheißfehler. Weil er ihn nicht wegschießt, ey. Ja, der Anschluss ist 5:1. Die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. David Kownacki. Flanke abgeblockt. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Für mein Gott. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Hä? Spielt sich hier 73 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Meine Güte. Er verliert da den Ball. Da bekommt er Unterstützung. Ball draußen. Einwurf Werder. Sie nehmen den Wechsel vor. Leveling kommt für... Okay. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Schöner Versuch. Oh mein Gott. Aus dieser Entfernung, also da darf er sich Tor in der 82. Schüttel mit dem 22. Till. Junge, was ist das für ein Tor? Meine Herren. Immer wieder spektakulär. Tore aus der Distanz, aber das macht er klasse. Wo steht der Keeper? Wo ist der Ball hin? Wasserball. Schönes Tor. Gute 25, 30 Meter. Matthias Tell. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Gossens. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Klare Nummer hier, 6:1 und das kurz vor dem Ende. Zeit also mal kurz auf ihr nächstes Spiel zu schauen. Der nächste Gegner von Werder Bremen heißt Borussia Mönchengladbach. Und nach dieser tollen Leistung heute dürften sie da mit breiter Brust auflaufen. Sie müssen den Ball abgeben. Eine Minute noch. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Mm-hmm.
Und mit diesem Schlusspfiff war es das für heute. Das Spiel ist aus. Jo, 6-1 gewonnen. Damit also fest. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Ja. So, erstes Spiel haben wir absolviert. Weiter. Oh, Schalke verliert 3-1 gegen Leipzig. Leverkusen gewinnt 2-1. Okay, Bayern hat noch nicht gespielt. Gucken wir mal wieder auf die Tabelle. Vielleicht haben sie jetzt gespielt schon. Nee, haben noch nicht gespielt. Leverkusen hat gewonnen. Naja. Wir spielen jetzt. Ups, beim nächsten Mal spielen wir auf jeden Fall gegen die Bayern, so wie es aussieht, in der Liga. So, Post haben wir noch. Post haben wir noch. Entwicklung Adeyemi. Okay. 86 hat er jetzt. Okay. 23 Jahre alt, Adeyemi. So. Ja, so genauso wollte ich es haben. Jetzt sind alle fit. Alle sind sehr fit. Jo, 81. Was mit ihm los ist, ist auch irgendwie unzufrieden. Dann gucken wir mal, was wir mit seinem Vertrag machen können. Sporadisch. Ja, das nehmen wir doch. Sporadisch. Keine Verlängerung akzeptieren wir. Freigabesumme. Nein, wollen wir nicht. Und dann kriegst du Gehalt. Ja, 30.000. Ja, ist damit zufrieden. Hä, trotzdem steht da. Ja, klar. Was ist denn das für eine dumme Kacke? Vertrag immer noch im Keller. Obwohl er jetzt 8.000 mehr kriegt pro Woche. Also ich glaube, es hackt hier. Ach, nee. Adam Güler. Ich weiß nicht, ob sich da was verändert hat. Ich glaube nicht. Nee, 2 Wochen. Okay. So. Schade, da kann ich nichts machen bei Arbeitsrate Angriff leider. 13 Wochen, 12 Wochen, 13 Wochen. Ja, aber wir lassen trotzdem das wegen Antritt. Bei Sprinttempo kann sich nichts mehr verbessern. Schade. Okay. Luis zeigt großes Potenzial. Okay. Gusto zeigt großes Potenzial. 11 Wochen, 9 Wochen. 15, 9. Ja, das lassen wir so. Jo, Leute. Dann gehen wir jetzt ins Pokalspiel, Halbfinale-Pokalspiel rein gegen Borussia München-Gladbach. Und da freue ich mich schon drauf. Vorbericht. Ja, da scheint nicht alles fit zu sein bei denen. Bei den Borussen. Erstmal Pressekonferenz. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Ist das ein offenes Spiel? Wir sind bestens vorbereitet, so wie immer.
Könne Borussia Mönchengladbach gewinnen? Möglich ist alles. Möglich ist alles. Zuletzt haben sie eine tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. Naja, bei den Fragen könnte EA mal ruhig mehr Fragen einfallen lassen und vielleicht auch ja nicht immer die gleichen ständig, oder dass man das Gefühl hat einfach, dass immer die gleichen kommen. Das ist auch wirklich so. Und da könnten sie sich ruhig mal mehr Fragen einfallen lassen. Finde ich jedenfalls. Anstoß. Wir spielen in den Auswärtstrikots. Wir spielen auswärts im Borussia-Park auf Weltklasse. 4 Minuten im Regen und los geht's. DFB-Pokal-Halbfinale. Ja. Für einen ist der Weg heute. Halbfinale. Jetzt geht's hier gleich endlich auf dem Rasen los. Bleiben Sie dran. DFB-Pokal. Fußballfans, hallo und herzlich Anstoß der SV Werder. Willkommen. Los geht's. Im verregneten Borussia Park. Mein Name ist Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann wird dieses Spiel wie gewohnt mit mir zusammen kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Halbfinale, Wolf. Nimm mal eine Nase voll. Wir können am Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz schnell das aus. Kein Tor. Mein Gott, ey. Wie kann er so durchmarschieren? Durch die ganzen Spieler von mir. Meine Fresse. Ball kommt lang. Ecke kommt nicht ab. Mokuku. Da müssen jetzt ach, abseits. Abseits. Dieser Steilpass, da kommt ein bisschen spät und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseitspfiff. Ist schon ärgerlich, da hätte sie mehr rausmachen können. Naja, das ist so jemand, da müssen wir in diesem Spiel heute genauer hinschauen. Weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wird. Oh. Er hört auf. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört er auf, hört er nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende. Und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht. Der klassische Musterprofi. Sie können. Hä? Was war das für ein Pass, Mann? Honorar. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie, wo sind die Anspielstationen, wo ist die Lücke? Und den Ball hält der Torhüter fest. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball, klasse. Meine Güte. Da lässt er nichts zu. Gibt's doch gar nicht. Guter Pass. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0 für Borussia Mönchengladbach in der 23. Minute. Wichtiges Tor. Mann. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Karim Adeyemi. Mokoko ist das. Ist es das jetzt? Oh. Kein Problem, den hat er. Das heißt, die Chance zum Ausgleich. Schade. Eckball Alan Güler. Karim Adeyemi. Ja, ganz energisch. Oh, Junge! Reinigt.
diesen Angriff gut auf. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Die legen noch eine nach. Doppelstoß. 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Das gibt's nicht, ey. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann eiskalt durchgezogen. Lässt sich nicht mehr beirren. Technisch ist das natürlich klasse. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Und jetzt der Zug nach innen. Jetzt kann er es machen. Gute Abwehr. Ecke kommt lang. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Da sind Mitspieler frei. Flanke kommt rein. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Na, wir sollten noch ein Tor vor der ersten Halbzeit schießen, weil sonst wird das nicht. Sie können den Ball abfangen. Ma, ey, das ist doch nicht normal. Er zeigt auf den Punkt, Elfer. Gott, ey. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Angriff beendet. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Chance zum Anschlusstreffer. Der Schiedsrichter hat die erste Hälfte abgepfiffen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Scheißspiel, keine Chancen. Einfach nur dreckig, Alter. Wirklich dreckig. So behindert wie die, Alter. Ich verstehe es einfach nicht. Keine vernünftigen Chancen. Was soll ich sagen? Ja, machen wir weiter. Anstoß, Gladbach. Es geht weiter mit der zweiten Spielhälfte. Bislang die Gladbacher mit. Wird einfach alles weggetreten, was ich hier sehe. Ja. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Ist mir egal. Wechsel bei Gladbach. Das sieht auch kein. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Openda. Kann was werden. Da haben sie das Tor noch. So also weiter dieser klare Rückstand. Aber das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es zu Hause gegen Hertha BSC. Und dann, so die Chance jetzt. Und da bedankt er sich natürlich. Was war das denn? Vielleicht die Chance haben sie verschenkt. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Schafft sie den Anschlusstreffer? Ja, endlich Anschlusstreffer. Tor in der 55 Minute, der Mann mit Nummer 11 und Penda. Ein Tor noch. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ich will noch schnell ein Tor nachlegen hier. 2:1, hier ist noch alles drin. Alejandro Garnacho. Openda.
Die Ecke könnte den Eckball. Gladbach wechselt. Romano Schmid kommt rein für Adam Güler. Kone wechseln jetzt erst ein. Hä, dämlich oder was? Der beste Mann bei Gladbach. Jetzt der Eckball. Brauchbarer Kopfball, aber neben das Tor. Es wird Mann. Den Mann für Adeyemi. Borussia Mönchengladbach mit dem Ball gewinnen. Schmid. Das ist Alejandro Garnacho. Pass zu Mukoko. Mann! Die nächste Partie der Bremer steht an. Und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Es geht gegen den ersten FC Köln. Nächsten Bundesligaspiel. Ja, und ich würde mal sagen, lösbare Aufgabe. Könnte der Ausgleich werden. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Angriff damit also beendet. Es gibt Freistoß für Gladbach. Mann. Gewechselt. Sieht nicht gut aus, Leute. Antuna kommt für Garnacho. Schön dazwischen gegangen. Player. Julian Weigel. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Das könnte das Tor ins Finale sein. Lange ist nicht mehr zu spielen und nun sind sie schon mit zwei Treffern. Ja, das war's. Das war's. Leute, das war's. Traum vom Finale vorbei. Da ist die Szene nochmal. Er trifft den Ball wunderbar. Und drin ist er. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Weigel. Alassane Player. Da passt der Torhüter auf. Tja. Eck ins Zentrum. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sechs Minuten haben wir hier noch. Fängt diesen Ball ab. Das macht er sehr gut. Auf außen ist jetzt Platz. Es wird zwei Minuten Nachspielzeit geben. Es gibt Einwurf. Ball ist draußen. Und das war's hier. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber stehen also in dem Finale nach diesem Überzeugung. Tja, Leute. Raus im Halbfinale. Sehr bitter, muss ich sagen. Ja,
gibt es nicht viel zu sagen. Einfach scheiße gespielt. Keine wirklichen dicken Chancen gehabt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht gegen Bayern. Hä? Was wird mir dann angezeigt? Ach, scheißegal, keine Ahnung. Ja, ich spiele auf jeden Fall jetzt gegen Köln beim nächsten Mal. Und danach kommt Bayern erst. Hä? Ach, keine Ahnung. Oh, Güler hat sich verbessert. Ja. Trotzdem alles ärgerlich. Eigentlich pisst mich das richtig an. Dass wir es im Halbfinale verkacken. Ja. 30, 21. Ach ja. So, Post haben wir noch. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert, liked und lasst einen Daumen hoch da, teilt meine Videos und wenn ihr mich unterstützen wollt, das gerne kostenlos, aber da somit verabschiede ich mich, sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.